In dieser Einführung werden Sie lernen, wie man eine Dampflokomotive der LMS Jubilee Class fährt. In dieser kurzen Einführung werden Sie etwas über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Passagierbetrieb lernen. Wenn Sie bereit sind, klettern Sie auf die Bodenplatte. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. In dieser Einführung werden Sie eine komplette Runde fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen, wenn Sie den nächsten Halt erreicht haben. Bereiten wir die Lokomotive auf die Abfahrt vor. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein und wie viel Dampf verbraucht wird, während sich die Lokomotive bewegt. Bringen Sie den Richtungswender in die Position voll vorwärts. So erhalten Sie die maximale Menge an Kraft. Um die Fahrgäste zusteigen lassen zu können, müssen Sie die Fahrgasttüren öffnen. Es ist Zeit zur Abfahrt. Schließen Sie die Fahrgasttüren. Diese Lokomotive hat eine Kombinationsbremse, die sowohl die Dampf- als auch die Vakuumbremsen steuert. Dampfbremsen sind nur für die Lokomotive einsetzbar, Vakuumbremsen für den Rest des Zuges, sofern er mit Vakuumbremsen ausgestattet ist. Wenn ein Vakuum erzeugt wird, lösen sich dadurch die Bremsen. Der Lokführer kann den Bremshebel nutzen, um das Vakuum aufzulösen, wodurch die Bremsen angelegt werden. Um Unterdruck für die Unterdruckbremsen zu erzeugen, verwenden wir die Auswerfer. Der kleine Auswerfer sollte bei fahrendem Zug geöffnet bleiben, während der große Auswerfer verwendet werden kann, um das Vakuum nach dem Kuppeln oder starken Bremsen schneller zu erhöhen. Öffnen Sie die Zylinderhähne, um jegliches Wasser aus den Zylindern auszulassen, nachdem die Lokomotive stehen gelassen wurde. Wasser in den Zylindern kann die Lokomotive beschädigen, da es nicht wie Dampf komprimiert. Der Regler wirkt bei Dampfloks wie der Leistungsregler. Er steuert, wie viel Dampf in die Zylinder abgegeben wird. Öffnen Sie den Regler langsam, um etwas Kraft einzusetzen. Denken Sie daran, dass die Leistung in einer Dampflokomotive verzögert abgegeben wird und dass ein zu frühes Anwenden von zu viel Kraft zu Radschlupf führen kann.
Da die Lokomotive in Bewegung ist, können Sie den Regler weiter öffnen. Jetzt an Fahrt auf. Bewegen Sie den Richtungswender in den mittleren Gang. Das reduziert den Dampfeinlass in die Zylinder und spart Energie. Diese Lokbauart wurde zwischen 1934 und 1936 gebaut und erhielt den Spitznamen Jubilee, nachdem eine Lokomotive ihrer Bauart anlässlich des Silberjubiläums von König George V. Silver Jubilee genannt wurde. Bis in die späten 1950er Jahre waren die Jubilees die größten Express-Passagierloks, die St. Pancras in London verließen. Man konnte sie auf den Hauptstrecken des LMS-Streckennetzes finden, wo sie Expresszüge zogen, bis sie schließlich von der leistungsfähigeren Royal Scott Class ersetzt wurden.
Diese Lokomotive hat eine Zugkraft von über 11.793 Kilogramm, 26.000 Pfund. Und eine Höchstgeschwindigkeit von 145 Kilometer pro Stunde, 90 Meilen pro Stunde.
durch den Bahnhof. Bereiten wir den Zug darauf vor, langsamer zu werden. Bringen Sie den Zug an der angegebenen Position zum Halten. Da der Zug angehalten hat, können Sie jetzt die Fahrgasttüren öffnen. Gute Arbeit! Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieser Lokomotive durchgegangen. Musik.